Zeit für ein Duell. Wir spielen heute wieder eine Runde Jojo. Wir werden heute wieder Mimecut-Deck spielen. Wir werden heute mal gegen Bones spielen. Was wollen wir nehmen? Oh, komm, wir nehmen Stein heute. Ach, leider verloren. Schade, schade. Gut. Sind wir erst oder Zweiter? Was sind wir? Und wir sind... Ah, Zweiter. Aber es hält uns nicht auf, ne? Ihr kennt mich. Wir werden trotzdem gewinnen. Bones kann nichts. Auf geht's. Was bekommen wir schön? Okay. Oh, Jinzu. Unser Insekt. Macht verräterische Schwerter. Okay, du kannst die Karte ziehen. Okay, liegt noch eine Karte. Zwei Karten verdeckt. Okay. Also, was haben wir? Wir haben Jinzu. Unser Insekt, verräterische Schwerter, Zwangsimmunität und Spielkraft. Ist doch mal nicht schlecht, würde ich sagen. Ist doch nicht schlecht. Können wir doch machen. Dann würde ich sagen, wir spielen erstmal unser Insekt im Angriff. Dann haben wir schon mal ein stärkeres Monster als er. Legen wir Spielkraft. Zwangsewigierung hier. Und wir könnten verräterische Schwerter machen. Dann könnte er nicht angreifen. Oder... Ja, wollen wir gleich angreifen, gucken, was er hat. Ich denke mal, wird da zwei Fallenkarten haben. Aber wir könnten auch einfach unsere Zug beenden und gleich Jinzu holen. Mit dem Horn. Aber könnten wir Spielkraft und sowas nicht aktivieren? Ach, wir probieren es einfach. Wir greifen einfach sein Monster an. Mal gucken, ob wir 300 Schaden geben können. Ja, können wir. Er hat keine Falle. Super. Können wir uns doch beenden. So, Bones. Oh, okay. Okay, er packt die Spielkraft weg. Gut. Ah, ist aber kein Problem. Nein. Nein. So. Nein. Okay, 1700. Das Monster ist gleich stark. Holt sich wieder. Nein. Machst du gleich eine Fusion? Nein. Nein. Du machst keine Fusion. Okay. Gut. Oh, okay. Unseren magischen Ritter, Verteidigungsritter, ist auch nicht schlecht. Aber wir spielen jetzt Jinzu. Opfern unseren Insekt. Den sehen wir schon mal stärker. Machen das Horn rauf. Zack. Super. Haben wir 3100. Wir können auch verräterische Schwerter könnten wir eigentlich auch noch spielen. Aber wir haben ein starkes Monster. Wir können verräterische Schwerter für den nächsten Zug aufbewahren. Und greifen einfach an. Komm. Auf deine, was sind da, 1000 Hände wieder. Zack. So, Bones. Zeig mal, was du kannst hier. Auf geht's. Du hast nur ein Monster. Du legst ein Monster verdeckt. Okay. So. Oh, wir haben einen Regiegebrecher. Ja, können wir legen. Das ist eine, das ist eine Fallenkarte, ne? Aber ist kein Problem. So, dann spielen wir noch unseren Verteidigungsritter. Kriegt erstmal seine Spielmarke raus. Sehr schön. Und greifen wir einmal seine Karten an hier. Komm, geh mal auf die Karte und Jinzu, du gehst auf die Karte. Ha, weg damit. So, wir haben zwei starke Monster. Bones hat nichts. Außer er kann jetzt was spielen. Wir schauen mal. Ende der Welt, okay. Was heißt das? 2300, okay. Wir haben... Ja, die Marke. Wir benutzen die Marke. Genau. So. Dann ist unser Verteidigungsritter noch da. So, wir könnten jetzt verräterische Schwerter spielen. Ja, das machen wir einfach. Verräterische Schwerter spielen wir auch. Dann kann der nicht mehr angreifen. Und wir greifen mit Jinzu erstmal auf sein Monster an hier. Zack. Geben ihm 800. Und unser Verteidigungsritter geht direkt auf die Lebenspunkte. Bam. Bones. So. Was sagst du dazu? Hm? Okay, nichts. Gut, eine Karte verdeckt. Okay. Hm, wenn wir jetzt ein Monster kriegen, ja, Top-Tagier. Ja, Top-Tagier können wir aktivieren. Ziehen wir noch eine extra Karte. Okay, wir könnten Rumtofun spielen. Machen wir einfach mal. Zerstören wir die Karte oben. Bringt zwar auch nichts, aber gut.
Wir legen nochmal magische Zylinder. Legen wir mal. Nochmal. Gehen nochmal und verteidigen uns Ritter auf seine versteckte Karte. Und geben mit Jinzu 3100 Schaden. So. Bones. Das war's wohl, ne? Du hast noch 500 Lebenspunkte. Kommt da noch was? Hm? Nix, eine Karte verdeckt. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, was haben wir hier? Flugzerstörer. Hm. Wir könnten ihm ja eine Chance geben, würde ich sagen, ne? Wir könnten ihm ja eine Chance geben. Komm, wir geben ihm eine Chance. Betten und dann Zug einfach. Immer gucken, was er jetzt macht. Nicht noch eine Karte weg. Okay. Zwei Karten reichen. Er kann auch wieder angreifen. Okay, was haben wir? Wir haben unseren Karatehund. Ja, komm, den beschwören wir einfach. So, dann würde ich sagen, greifen wir mit dem Karatehund einfach auch mal an. Komm, auf die Karte. Zack, auf die 1000 Hände wieder. Oder 10.000 Hände. Du gehst auf die. Und Jinzu, greifen ihn direkt an und wir gewinnen das Spiel. Das war's schon. Wir haben gewonnen. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch ein Video und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nächstes Mal verpasst. Würde mich auch mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge. Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!